Machen wir schnell den Molotow hier hin. Nochmal Gas hin. Und dann kann ich gucken, ob ich die vielleicht von hinten holen kann. Weil jetzt sind sie da alle geblockt, wenn hier keiner spawnt. Ja, genau. Jetzt stehen sie da nämlich alle und denken so, wir schießen durch das Gas durch. Aber es macht gar keinen Sinn. Pistol. Jetzt muss ich durch mein eigenes Gas rennen, aber egal, das war es mir wert. Moinsen Leute, was geht ab? Spex ist wieder am Start und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir eines meiner Lieblings-Mobile-Shooter neben Call of Duty Mobile, das ich euch gerne vorstellen würde. Und zwar heißt das gute Stück WW2 Battle Combat, also World War 2 Battle Combat, wenn man es ganz ausspricht. Und mir gefällt das Spiel eigentlich ziemlich gut. Ich habe das schon eine ganze Zeit lang gespielt. Wie ihr sehen könnt, hier insgesamt habe ich schon 2229 Schlachten hinter mir. Und insgesamt hier schon über 119 Stunden immerhin in dem Spiel. Ich springe mal direkt hier in eine Runde, Free for All, und zeige euch das gute Stück. So, wir sind jetzt hier in der Vorrunde, noch 5 Sekunden, bevor es jetzt hier tatsächlich richtig losgeht. Free for All, die Map heißt Stalingrad, für die, die es interessiert. Zu dem Spiel selber, also WW2 Battle Combat ist so, würde ich sagen, für die, die es nicht kennen, eine Mischung vom Feeling her aus Guns of Boom und Call of Duty WW2, aber eben nicht Call of Duty Mobile, sondern WW2 von der Konsolen- und PC-Variante von früher tatsächlich. Und wenn man jetzt Guns of Boom und Call of Duty WW2 paaren würde, als abgespeckte Mobile-Version, dann würde, glaube ich, ziemlich genau dieses Spiel bei rauskommen. Warum sich das so anfühlt wie Guns of Boom, finde ich, es ist ein Spiel, ich spiele zwar mit 4 Fingern, man kann es aber auch wunderbar mit 2 Fingern spielen. Es hat sehr, sehr einfache Steuerung und recht hohen Aim Assist, also das muss man schon mögen, muss man auch dazu sagen. Bei Guns of Boom war der Aim Assist extrem hoch, hier ist er einen Ticken niedriger vielleicht. Man kann ihn hier aber auch, wenn, nur ausschalten oder eben komplett hart anlassen. Also es gibt wirklich nur diese 2 Optionen, auch wie bei Guns of Boom tatsächlich. Ich sag mal, zwecks Pay-to-Win, bin ich ganz ehrlich, es ist ein Pay-to-Win-Spiel, auf jeden Fall, aber es ist nicht so krass Pay-to-Win wie Guns of Boom oder wie zum Beispiel Modern Ops. Da kommen wir nämlich aufs nächste Thema, für diejenigen, die das Spiel Modern Ops kennen. Das ist so gesehen der Vorgänger von diesem Spiel hier. Modern Ops ist von den gleichen Machern gemacht. Wenn man die beiden Spiele so miteinander vergleicht, merkt man das auch, wenn man sie spielt. Man muss aber sagen, Modern Ops ist richtig unnormal Pay-to-Win. Ab Level 30 bis 35, da irgendwann fängt es dann an. Das ist wirklich unnormal. Und da habe ich das Spiel auch einfach aufgehört zu spielen. Also da habe ich mich dann geweigert, noch irgendwie mitzumachen, obwohl ich es eine Zeit lang sehr gerne gespielt habe. Das Gefühl habe ich hier eben gar nicht in diesem Spiel WW2 Battle Combat. Es ist Pay to Win, wie gesagt, aber bei weitem nicht so krass wie Modern Ops oder andere Spiele. Zum Beispiel WW2 Heroes wäre ein gutes negatives Beispiel. Ganz kurz nebenbei, ich hole jetzt hier meinen Hund. Das war das Pfeifen. Mein Hund seht ihr hier auf der Minimap, der ist jetzt hier unten. Der sucht sich die Gegner und beißt sie tot. Dafür habe ich meinen Schäferhund. Seht ihr? Hier, da ist er, in der Killcam jetzt. Zack, zack. Uah, hat er ihn kaputt gebissen. Ja, warum das Spiel hier auch nicht ganz so schlimm Pay-to-Win ist, ist, dass es hier mittlerweile so ein Abo-System gibt. Also man kann halt auch Gold, diese Pay-to-Win-Währung, kaufen gegen Echtgeld. Kann auch viel Geld dafür ausgeben. Man hat aber auch die Möglichkeit, für 7 Euro im Monat ein Abo abzuschließen und bekommt dann irgendwie einen Wert von 100 Euro oder so innerhalb von einem Monat, wenn man sich täglich einloggt. Ja, Währung. Alle möglichen Währungen, die man so gebrauchen kann. Und dadurch ist es dann relativ einfach, finde ich, mitzuhalten. Obwohl es sonst anstrengend wäre, wenn man wirklich komplett Free-to-Play spielen würde. So, Thema anstrengend, wo wir gerade sind. Ich brauche noch einen Kill. So, jetzt habe ich auch gewonnen. 25 Kills voll gemacht. Ich war noch ein bisschen zu abgelenkt. Wir schmeißen uns gleich mal die nächste Runde rein. Dann spielen wir jetzt nochmal gleich eine Runde Kontrolle. Jetzt habe ich wieder mein MG von eben ausgerüstet. Für die, die es wissen möchten, das ist das MG42 Elite. Gleich werde ich wechseln auf das STG44 Elite, glaube ich. Ich glaube, das werde ich gleich nehmen, das Sturmgewehr. Diese Elite-Waffen, das sind wirklich so hier diese krassen Pay-to-Win-Waffen. Die kriegt man aus Kisten. Und die Kisten kann man entweder ja, mühselig erspielen, gegen Echtgeld kaufen oder eben auch haufenweise innerhalb dieser Abo-Funktion bekommen. Wenn man eben, wie gesagt, so ein paar Euro im Monat bezahlt, bekommt man auch jede Menge Schlüssel für Kisten. Und daraus habe ich mir eben diese Waffen gezogen. Ich habe die jetzt also nicht irgendwie für 100 Euro das Stück gekauft oder so, sondern habe die einfach aus den Kisten gezogen, die ich sehr günstig mit meinem Abo-Modell schießen konnte, gezogen. Danach muss man die aber immer noch upgraden.
Also kurz noch zur Info, was es hier gibt in diesem Spiel. Es gibt einmal Silbermünzen, das ist so die Standardwährung, die nicht Pay-to-Win-Währung. Die verdient man auch relativ gut. Dann gibt es Gold, das ist so die Pay-to-Win-Währung. Und dann gibt es Fähigkeitspunkte, sowas wie schnelleres Nachladen, höhere Waffenreichweite und höhere Widerstandsfähigkeit und all sowas halt, ne? Höherer Granatschaden etc. pp. Das gibt es ja auch alles in dem Spiel. Von den Modi her gibt es Free-for-All. Es gibt Team Deathmatch, es gibt Kontrolle, es gibt auch einen Bombenmodus, also Bombenentschärfungsmodus, es gibt einen Wettrüstmodus auch noch, ist auch ziemlich cool eigentlich, gefällt mir sehr gut. Dann gibt es natürlich einen Battle Pass, der ist relativ mühselig zu spielen, finde ich, also um da aufzusteigen, der geht auch mal ziemlich lange, mehrere Monate, ich glaube 3 Monate oder länger. Oh, jetzt bin ich tot, jo. Moment, ich wechsle nochmal kurz auf die Shotgun. Das ist keine Elitewaffe, aber eine Stufe davor und gut geupgradet, die ist fett. Ja, und wie gesagt, war ich jetzt gerade, jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren. Ah ja, ein Battle Pass, genau, Battle Pass gibt's hier. Tägliche Quests gibt's ja auch, wöchentliche Quests, also man kann schon ganz gut Währung verdienen. Man könnte auch Free-to-Play mithalten. Ich meinte vorhin, es ist sehr anstrengend, wenn man das tut, weil normalerweise trifft man halt auch Fehlentscheidungen in solchen Spielen, ne? Und darauf sind die halt ausgelegt und dadurch hat man da zu wenig Währung, wenn man wirklich jetzt ganz viele Quests macht und nur weise Entscheidung treffen würde. Ja, natürlich könnte man auch so klarkommen, ne? Aber das ist halt meist etwas realitätsfern. Sodass man dann doch irgendwann Geld bezahlen muss, ne? Aber, na, ich finde, es geht halt. Ich zahle halt meine 7 Euro im Monat. Manchmal buche ich auch beide Abos für 15 Euro im Monat und dann bin ich richtig gut am Start. Und manchmal schon fast ein bisschen OP. Aber das Spiel ist halt, wie gesagt, finde ich, eine schöne Alternative zu Guns of Boom. Das spiele ich wirklich gar nicht mehr seit Jahren. Das ist komplett durch. Jetzt hat jemand seine Artillerie-Abschuss-Serie gerufen. Ja, aber es ist eine geile Alternative auf jeden Fall zu Guns of Boom, finde ich. Mit ein bisschen Call of Duty-Feeling drin. Jetzt rufe ich nochmal kurz meine Artillerie hier. Das ist richtig heftig. Da kommt sie. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht in der Zwischenzeit. Könnt ihr sehen, wie die abgeworfen werden, die Bomben. Bam! Die habe ich alle mitgenommen, die mich gerade von hinten wegballern wollten. Genau, die Killstreaks, die bekommt man hier nicht für, weiß nicht, 5 Abschüsse in Folge, 10 und so weiter. Sondern man bekommt die mit der Zeit. Da ist immer so ein Counter, das könnt ihr so ein bisschen sehen. Da steht Nachladen 20, da oben steht 26, 27. Da muss man das voll bekommen. Und so mehr Punkte man macht, umso schneller bekommt man das halt auch voll, ne? Und umso schneller kann man seine Fähigkeit benutzen. Es gibt auch verschiedenste Fähigkeiten. Ich habe jetzt hier nur 2 ausgerüstet von zig Möglichkeiten, die man freischalten oder eben halt auch kaufen kann. Gegen echt Geld so gesehen. Also mit Gold, wenn man so will. Jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich hier wenigstens nochmal 1, 2 Shotgun-Kills hinbekomme. Jetzt labere ich natürlich ein bisschen zu viel. Aber die Runde sollten wir easy gewinnen. Wir sind gut im Vorsprung. Hier, bam, 3 Schüsse, Kopfschuss, weg ist er. Da ballert noch einer rum, wie so ein Irrer. Den wollen wir mal ärgern mit Molotow. Der hat sogar richtig gesessen. Und Gas gibt es auch noch dazu, damit er nichts mehr sehen kann. Und noch ein Molotow zum Spaß dazu. Ja, der hat sogar gesessen, der Molotow, wie gemein. Gucken, ob sie jetzt hier rumkommen. Ja, ich sehe sie schon auf der Minimap. Lauft in die Falle. Da kommt, noch einer. Einer kommt noch. Oh, das ist ein Juggernaut. Das ist auch so eine Abschussserie. Aber den habe ich mir jetzt schnell geholt. Mal schnell den Molotow hier hin. Nochmal Gas hin. Und dann kann ich gucken, ob ich die vielleicht von hinten holen kann. Weil jetzt sind sie da alle geblockt, wenn hier keiner spawnt. Ja, genau. Jetzt stehen sie da nämlich alle und denken so, die schießen durch das Gas durch. Aber es macht gar keinen Sinn. Pistol. Jetzt muss ich durch mein eigenes Gas rennen, aber egal, das war es mir wert. Das war echt fies. Gleich nochmal. Ich habe kaum noch Leben und wahrscheinlich kommen sie jetzt hier rum, aber ich probier's. Ich probier's. Ich habe mein eigenes Gas, ich habe mich selber krass vergiftet. Oh, jetzt sind sie alle da. Okay, das wird nichts mehr. Ich habe mich zu sehr vergiftet. Aber ich probier's nochmal kurz. Ich gehe so nah ran wie möglich. Einen habe ich wenigstens noch wegbekommen. Okay, gut. So, schauen wir uns gleich nochmal den Endstand an. Ah ja, hier könnt ihr es auch sehen. 2000 zu 1199 bei dem Eroberungsmodus. Kontrolle ist es so, wenn man 2000 Punkte erreicht hat, ist die Runde auch vorzeitig beendet. Genauso bei Free for All, wenn man 25 Kills hat, ist die Runde vorzeitig zu Ende. Das geht aber in Bombenmodus und in... Ja doch, in Bombenmodus geht es natürlich auch. In Team Deathmatch, da geht das nicht. Da ist das nicht möglich. So, ich kann euch nochmal kurz das Quest-System zum Abschluss zeigen. Genau, weil ich jetzt gerade so eine Quest abgeschlossen habe. Hier links hat man dann, ne, sieht man Nummer 1. Da hat man jetzt ein Halloween-Event zum Beispiel gerade. Da habe ich jetzt 5 Fertigkeitspunkte bekommen. Hier hat man dann die Quests, die man machen kann. Da sind wirklich alle möglichen Sachen drin, die man sich so vorstellen kann. Das sind allgemeine Quests, die man hat, wenn man im Level aufsteigt. Und dann eben noch die täglichen Aufgaben. Da hat man 3 Stück.
von und die haben immer eine halbe Stunde Cooldown, nachdem man sie erledigt hat. Und dann bekommt man da entsprechend auch Währung, Goldwährung, Silbermünzen, Granaten und Fertigkeitspunkte für. Hier könnt ihr jetzt nochmal die Fertigkeitspunkte sehen, das Menü. Da gibt es einmal für Schaden, Verteidigung, Rüstung, Präzision, Geschwindigkeit und Leben nochmal einen Abschnitt. Und dann könnt ihr hier diese Punkte einsetzen. Die kann man, wie gesagt, sehr teuer kaufen. Genauso das Gold kann man auch sehr teuer kaufen. Oder man kann hier links oben auf Abonnement gehen. Und hier wird jetzt, weil ich es gebucht habe, aktuell nicht angezeigt, was die genau beinhalten. Das seht ihr, bevor ihr sie abonniert. Die kosten jeweils, das linke kostet 7 Euro, das andere, ich glaube, 21 Euro für 3 Monate und das linke 7 Euro für 1 Monat. Also rechnerisch 7 Euro pro Monat kosten die jeweils. Und dann bekommt man hier haufenweise Gold, Schlüssel und alles Mögliche, was man braucht, jeden Tag geliefert. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Gameplay ein wenig gefallen und ich konnte euch dieses, wie ich finde, ziemlich coole Spiel etwas näher bringen. Wer Bock auf WW2 Battle Combat hat, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr Bock auf weitere Gameplays von mir von diesem Spiel haben solltet. Ansonsten lasst gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen und mich sehr unterstützen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierhin, hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao!